Kennen Sie MTP? Habe ich nichts für übrig. Was soll ich denn sagen? Ist das eine Sendung? Nein. Kommt drauf an. Ja, und was ist das? Es gibt verschiedene Wege, seine Karriere zu planen. Manche Studenten meinen, die Praxis wartet nur darauf, bis sie nach dem Examen als Marketingmeister vom Himmel fallen. Guten Tag, mein Name ist Deva, ich habe einen Termin beim Personalchef. Würden Sie mich bitte anmelden? Selbstverständlich. Einen Moment bitte. Tschüss. Zum Personalchef bitte. Ja. Dankeschön. Andere wiederum haben erkannt, dass das Studium alleine heute nicht mehr ausreicht. Man sollte und man kann mehr tun und bereits während des Studiums den Kontakt zur späteren Praxiswelt suchen. Hallo, hier ist was aus dem Koffer gefallen. Ja. Oh, danke. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Wir hören dann voneinander. Guten Tag. Guten Tag. Lipki. Hans, ich habe einen stehen. Einen Termin bei Ihnen. Ach, Sie sind das? Ja. Ja. Gut, dann kommen Sie ran. Bitte. Ihre Noten sind ja erstaunlich, was ich hier sehe. Das Thema Ihrer Diplomarbeit, darüber lässt sich sicherlich streiten. Aber sagen Sie mal, was Ihren Unterlagen geht überhaupt nicht hervor, was Sie sonst noch so gemacht haben. 5 Jahre Studium, das ist doch eine lange Zeit. Ich hab viel gebraucht. Und viel gelesen. Wollen Sie mal sehen? Ich habe mehrere Bücher über Marketing. Dann habe ich Olvigi, Nischlag, Raffé und mehrere Enzyklopädien und natürlich Kotler. Das reicht. Das reicht. Und wie lange waren Sie, wenn ich fragen darf, bei MTP? Wo bitte? Sie kennen MTP nicht? Ich habe MTP 1983 kennengelernt und war spontan begeistert von dieser studentischen Initiative. Und zwar aus 2 Gründen. Der erste wäre der, dass unter den vielen studentischen Initiativen diese sicherlich eine förderungswürdige insofern ist, als sie mit der Hochschule kooperiert und nicht gegen die Hochschule. Der zweite Grund, weshalb ich von MTP sehr begeistert war, war der, dass MTP auch der Hochschule eine Chance gibt, sich der Praxis hin zu öffnen. Gerade für die Studenten ist es mit Blickrichtung auf die Zukunft mit Sicherheit wichtig, bereits während des Studiums laufend, und die Betonung liegt auf laufend, mit Beispielen aus der Praxis konfrontiert zu werden. Im Zeichen wachsenden Wettbewerbes auf allen Ebenen wird zukünftig eine gesunde Mischung aus Praxis und Theorie entscheidend sein. Ich meine, dass die Initiative MTP zukünftig zu einem funktionalen Bindeglied zwischen Unternehmen und Universität führen kann. Ich arbeite gern beim MTP mit und das aus 2 Gründen.
Zum einen, weil man bereits frühzeitig lernt, im Team zu arbeiten und mit einem Team zu arbeiten, vor allen Dingen bei der Projektmitarbeit. Und zum anderen, weil man bereits während seines Studiums Praxiskontakte knüpfen kann. Das ist, warum ich gerne bei MTP mitarbeite. MTP, eine Initiative engagierter Studenten, die sich zum Ziel gesetzt haben, bereits während des Studiums auch die Praxis zu studieren. Gemeinsam mit namhaften Unternehmen veranstaltet der MTP Vorträge, Seminare und Projekte zu ausgewählten Marketingthemen. MTP ist mittlerweile mit 9 Geschäftsstellen an den führenden deutschen Marketinglehrstühlen vertreten. An den jeweiligen Universitäten veranstaltet MTP zum Beispiel Vorträge. MTP lädt einen kompetenten Firmenvertreter zu einem Marketingvortrag in den Hörsaal ein. Seminaren arbeiten Studenten an Fallstudien des jeweiligen Unternehmens und versuchen, im Hörsaal Gelerntes in die Praxis umzusetzen. In Projekten schließlich übernehmen einzelne MTP-Projektteams verantwortlich Aufträge aus dem Marketingbereich, wie zum Beispiel kleinere Marktstudien oder die Erstellung von Konzepten. Außer Vorträgen, Seminaren und Projekten veranstaltet MTP zum Beispiel auch Diskussionsabende mit Theoretikern und Praktikern zu brisanten Marketingthemen. Darüber hinaus setzen die jeweiligen Geschäftsstellen an den einzelnen Universitäten ausgefallene PR-Ideen in die Tat um. Von außen an den Verein herangetragenen Projekten geht man auch den Verein selbst betreffende Vorhaben an. Im Rahmen aktiver Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die MTP-Idee stand 1985 zum Beispiel die Teilnahme an der Fachmesse Marketing Services in Frankfurt auf dem Programm. In einzelnen Projektgruppen wurde die Selbstdarstellung des Vereins monatelang vorbereitet. Es gelang auf Praxisseite, entsprechende Sponsoren zur Finanzierung des Messeprojektes zu finden, das Messestandkonzept in die Tat umzusetzen und entsprechendes Printmaterial zu erstellen. In Projektgruppen wurden PR- und Außenwerbemaßnahmen geplant und umgesetzt. Im Rahmen dieser Aktivitäten wurde von einer dieser Projektgruppen auch dieses Video erstellt. In der Firma Videofilmteam TV Studio fand man einen aufgeschlossenen Kooperationspartner. Wir von Videofilmteam unterstützen MTP, weil wir bereits jetzt die Basis für eine praktische und kreative Arbeit von morgen schaffen wollen. Die Industrie von Hochschulabsolventen interessiert, die bewiesen haben, dass sie die Zeit bereits während des Studiums dazu nutzten, die erworbenen theoretischen Kenntnisse durch praktische Erfahrungen zu ergänzen. Deshalb begrüßt es Procter & Gamble, dass sich MTP diesem Anliegen angenommen hat. Studenten mit dem Markenzeichen MTP geben uns die Gewissheit, dass es sich hierbei um Absolventen handelt, die den Anforderungen der Praxis gerecht werden. Die Messe Frankfurt unterstützt Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. MTP aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste Grund liegt sicherlich darin, dass man nicht früh genug beginnen kann, Theorie und Praxis einander näher zu bringen, aber es sprechen auch andere Gründe dafür.
Zum einen weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, schon während des Studiums praktische Erfahrungen gesammelt zu haben. Zum anderen, wie schwierig es ist, hinterher nach einem Studium als Theoretiker in der Praxis Fuß zu fassen. Für das Messewesen gilt es eigentlich andersherum. Hier können noch Lorbeeren verdient werden, denn das Messewesen wird noch viel zu wenig in der Theorie abgedeckt. Hier gibt es allerdings schon einige Formen der Kooperation zwischen der Messe Frankfurt und MTP. Ja, das, was eigentlich schade ist an MTP, dass es es damals während meines Studiums noch nicht gegeben hat. Theorie hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf die Praxis zubewegt. Die Praxis hat aus ihrer Sicht immer wieder den Ratschlag und die Beratung der Wissenschaft gesucht. Speziell in meinem Fall, Werbung und Kommunikation im Bereich der Höchst AG, sind wir, was Aus- und Fortbildung betrifft, unmittelbar auf die Ergebnisse der Wissenschaft, der Betriebswirtschaft angewiesen. Wir haben nämlich ein eigenes System der Fortbildung bei uns entwickelt, das in dieser Weise nicht zustande gekommen wäre, wenn wir nicht ständige wissenschaftliche Beratung gehabt hätten. Das Programm der studentischen Vereinigung MTP kommt uns daher besonders gelegen. Wir sehen hier die Möglichkeit, einerseits mit jungen Leuten ständig im Gespräch zu sein über Themen, die uns interessieren, Fragen an sie heranzutragen, aus ihrer Sicht über Probleme zu diskutieren. Und schließlich auch ganz eigennützig, wir glauben, dass je mehr wir hier im Bereich von Studenten und Ausbildung investieren, umso leichter wird es später sein, über so ein Thema wie Marketingkommunikation fachlich qualifiziert zu diskutieren. Ich führe diesen Erfolg im Wesentlichen auf zwei Dinge zurück. Zum einen ist es sicherlich die meines Erachtens sehr gelungene Organisationsstruktur mit einem nationalen Vorstand an der Spitze. Der zweite Erfolgsfaktor ist sicherlich, wenn man so sagen will, das Marketing, welches MTP für sich selbst, also für MTP betreibt. Dazu gehören natürlich zunächst einmal die MTP-Veranstaltung, wenn man so will, das Produkt, aber auch Dinge wie Pressearbeit, die Werbung für die einzelnen Veranstaltungen und nicht zuletzt die Beteiligung an einer Messe, wie der Messe Marketing Service ist. Oh, fast hätten wir es vergessen. Natürlich setzen sich die Studenten von MTP im Rahmen ihrer außeruniversitären Aktivitäten auch kritisch mit den Produkten auseinander, die sie später vielleicht einmal verkaufen werden. Und natürlich versäumt man dabei nicht die Gelegenheit, nachwachsende Studentengenerationen von der Idee des MTP zu begeistern. MTP, Marketingstudenten, die voll durchblicken. MTP, eine super Sache. Seit ich bei MTP bin, hat sich mein Leben total verändert.